Oh Mann, jetzt kommt keiner raus von den Feiglingen. Und Höhen sind sie durch. Wo sind sie da durch? Ich nehme mich jetzt als Maxi hin, mach mein Schild an. Und du siehst gut aus. Machst einen guten Eindruck. Als wären wir voll die Armee und so. Ich kann mich einfach als Max reinstellen, das kann ich auch einfach machen. Oh oh. Und schauen, wie schnell ich sterbe. Und ich habe jetzt auf 058 sogar hochgearbeitet schon. Alter. Jetzt erst verlege ich mich, geh, hol mir vom Warpgate ein Ding und zieh mit dem Reaver einfach nur Brecherraketen rein, jetzt reicht's mir. Ja, wenn's. Ja gut, du hast gut aus, ja. Die Plattform ist voll mit Maxes. Ja, siehst du's? Ja. Plattform ist voll. Wenn du dich anschleichen kannst und von oben die Brecherraketen reindrücken kannst, dann kriegst du bestimmt. Ich flieg bis zum Maximum hoch und dann zieh ich runter. Ja, Sturzkampfbombe-Taktik. 48 bis 96 auf beiden Seiten. Ja, das, sag mal, auf der hinteren Plattform würde ich jetzt mal sagen, so von mir aus gesehen. Das sind 100% alle. Wie alle? Also stehen einfach alle von 48 bis 96 Feinde. Ja, sag, die stehen da drauf, genau da, wo der Wegpunkt ist. Nur noch am Bord geht's bauen können. Na gut, verlegen, dann müsste es ja eigentlich Standard halt. Das Problem ist, die Decks, selbst wenn ich mich verlegen will, die Decks sind immer noch da zum Verlegen. Okay, das ist dann halt blöd. Aber jetzt bin ich wach. Nämlich die andere Seite haben wir gut gedeckt. Die machen sie nichts. Ja, da greifen sie, können sie auch nicht angreifen vom anderen Punkt. Da unten dürfen die anderen ja. Oh nein, schon wieder tot. Jorge, also wir haben auch immer aufrecht. Oder ich spiele C4-Taktik. Jagen nur Reaver einfach in die Masse. sie pushen jetzt rein, die Maxes sind jetzt innerhalb. Also draußen hast du nur Infanterie. Gut, dann weil die Maxen kann man sowieso nicht mit einer Magazin killen. Nee, das nicht, aber vor allem hast du auch keine Sky Guards. Also keine Sky... Ja, das Sky... schätze ich, dass es sogar eher weniger sind. Da aber die wenigsten jetzt außen sind. Die kämpfen alle innen. Ja, sag, aber Großteil von den Max, also von der Infanterie steht noch draußen. Die Maxes stehen innen am Spawn. Und da gucke ich jetzt mal hin, ob ich da mit C4 was reißen kann, weil es von oben über den Spawn drüber und dann mit C4 runter. Ja. Mag fliegen. Ich will auch mal eine reine Fliegerrunde dann mal machen. Ja. Ah, sie haben es entdeckt. Das können wir auch machen. So, noch ein Stück, noch ein Stück. Kommt keiner jetzt raus. Das ist dein Ernst? Nein, nein, kein FS zum Rot. Nein, nicht mehr anfliegen. Das ist böse. Oh Mann, jetzt kommt keiner raus von den Feiglingen. Und Höhen sind sie durch. Wo sind sie da durch? Da sind gar keine mehr, wo sind die alle jetzt hin? Leg to the Maxman. Also da liegt eine. Hast du in der Aufnahme ein Gefecht von plus 96 eigentlich? Wie bitte? Ein Gefecht von plus 96. Wie plus 96? Also, Feinde und eigene. Achso, ne, das habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Weil ab da wird's dann richtig heftig. Es gab ja schon mal Gefechte. Wieder. Die gingen so über 5-6 Stunden lang, weil über 1000 Spieler, Alter, das ging auch. Hab ich jetzt nicht die scheiß Fruchtfliege da? Hab schon wieder einen eigenen abgeschossen. Irgendwann werde ich noch bestraft dafür. Die laufen aber immer so blöd rein, die Kugeln. Kann ich echt nichts dafür. Das ist echt keine Absicht, Jungs. Das ist echt keine Absicht ist. Aber warum lauft ihr auch immer so blöd da rein? Das stehe ich einfach nicht, was sie das ganz toll finden. Also man merkt, wenn ich im feindlichen Gebiet... Das ist ja doof hier hin und dann da draußen kämpfen sie. Oh, Mann. Also ich komme nirgendwo ran. Komm. Schade. Dass ich nirgendwo rankomme. Weder außerhalb noch innerhalb. Das Einzige, was ich echt auch probieren kann, ist so wie du
auf, das. Muss ich noch in die Nähe kommen, in der tot. Hä? Was war das jetzt? Ich hab nur. Sagen wir so, die stehen irgendwo mit Fliegermaxen, aber ich hab keinen Plan genau wo und es sind überall 100er Flieger unterwegs. Achso, haben sie dich erwischt? Relativ schnell. Oh. Ein leeres Gefühl. Max, oh, der Fliegerpunkt ist kaputt gemacht worden hier hüben. Der holt ihr vom Wobgate. Nein, ich bin jetzt so weit weg hier. Ich gehe jetzt über die Kuppel drüber. Gut, gib mir mal Trupplied. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir sitzen uns oben auf die Kuppel mit Snipern und dann, weil die auf der Plattform rumrennen, machen wir sie weg. Bist du gespawnt schon? Nö. Aber jetzt, weil ich auf Anpassen gehen wollte. Also, weil beim nächsten kannst du direkt auf der Kuppel spawnen. Und dann machen wir sie weg. Weil der Aufpassen ist keine leichten hochkommen. Ja eben, aber das dauert dann weil ich ein bisschen dich merken. So. Die sitzt ganz oben, die sieht keiner von unten, nur die Flieger, wenn welche da sind. Na klar, jetzt haben sie es erobert. Boah, ich glaube, ich stehe im Wald. Weißt du, jetzt habe ich die Dinge da oben hin, jetzt hätten sie die Plattform erobert. Kannst auch machen. Boah, scheiße. Ja, das dominieren wir. Ah ja, was dominieren wir? Hätten so viele Lips in der Luft. Nicht nur Lips, viele eine Valkyrie, wie ich sehe. Der Reaver von uns. Oh, leider fuck. Vier Reaver. Oh mein. Hinter uns wird da. Schau mal, da kannst du noch hinter uns kannst du eingreifen. Da sind sie jetzt irgendwie alle hingegangen. Wo? Hinter uns am Punkt. An der anderen Seite von Biolab. Ja, genau da. Da sind sie 45 bis 48 hin. Auf der Karte halt, dass sie da wären. Nee, sehe ich nicht. Wärmesignaturen. Und doch, da hinten sind sie. Wir müssen sie rein jetzt. Shit! Abflug! Ich muss. Bist du tot? Nein, noch nicht. Aber bestimmt gleich da. Ein Kill mit meiner Sniper. Aber ich bin Alex so schlecht beim Snipern. Ich bin jetzt hinter den ihren. Hinter ihrer Position. Oh Gott, jetzt bin ich mit angesiedelt und ich habe keine Ding mehr. Ah, jetzt haben sie mich natürlich. Mit der Grounder. Hat mich weggemacht. Aber jetzt müssen wir echt die Station da verteidigen. Hier steht ein Sandy. Gibt ihr wieder Truppli zurück. Und wir verlieren den Schutzschild. Schauen wir dann. Oh, wir haben gleich die Stunde. Dass wir gleich die Stunde schon haben. Ging es aber fix. Aber fand ich auch, wenn ich nicht. Nein, ach komm schon, Jungs, lass mich mal in Ruhe laufen. Grausam, der Tag. Grausam. So, jetzt da hüben wir auf den Barrikaden müssen sie sein. Also bei Black Freitag mache ich normalerweise nur bei 4 circa um die 40.000 Punkte mache ich so circa immer. Ja, mehr jetzt gerade mal bis 9. Mehr. Ich habe gerade mal 9.000. So, jetzt machen wir noch. Ja, ich weiß nicht, sollen wir noch 10 Minuten dranhängen? Ja, 10 Minuten gehen noch. Vorproduziert. Ja, brauche ich, muss eh noch lernen. Kannst du ja nach oben mal schauen, nach Sunkray Overwatch. Kannst du ja mal da hingehen, da sind die plus 96. Ja, hier sind doch auch gut. Bisschen was? Ich bin Otana. South Westgate. Wo wir die ganze Zeit jetzt gerade sind. Bisschen. Boah, da hebt ein Schuss aus. Oh, Kill Assist, das bringt mir keine Punkte. Ja, das Problem habe ich auch immer.
Jetzt habe ich ihn. Aber keine Punkte, ja. Ja, mit dem Sniper steht sich jetzt einigermaßen gut hier. Das ist witzig, was ich für einen Bug habe. Ich kann keine Dinge setzen. Was? Spawn-Beacon? Nee, ich kann Spawn-Beacon, es geht um... Wegpunkte. Aber du hast ganz viele Fackeln gesetzt. Fackeln, ne? Ja, die Rauchzeichen, oder sind das nicht unsere? Ah, das ist nicht unsere. Ja, weg mit dir, Chucky. Habe ich auch meinen Warnung-Account ausgebaut? Nee, aber ich kann irgendwie keine Enttarnungsteile mehr setzen. Ich bin durch alles durch. Größte Bug, was es gibt, da muss ich noch den Support anschreiben, was damit los ist. Telefon bei mir, sorry. Gut, das war's dann, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.